Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch meine Soundbox vorstellen, die ich selber zusammengeschustert habe. Soundbox, ich habe vor geraumer Zeit habe ich gesehen, dass es sowas zu kaufen gibt. Für 150 Dollar. Und da habe ich Lust bekommen, jetzt nicht Geld auszugeben, sondern mir so ein Ding selber zu bauen. Und ich habe mir gedacht, so schwer kann es denn nicht sein. Und siehe da, es funktioniert wunderprächtig. Wie ihr das Ganze nachbauen könnt, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Ja, fangen wir an. Also als erstes braucht ihr mal eine Box. Die Box, die habe ich jetzt von Obi und das ist eine normale Holzbox, die an der Seite einen Schlitzer hat, einen Deckel und ja, so viel zu der Box. Ich fand Holz ganz schick, ihr könnt natürlich auch jedes andere Material nehmen. Wichtig ist bloß, ein Deckel ist nicht schlecht. Das erspart euch einfach noch mehr Tüftelei. Ich hatte überlegt, Plexiglasdeckel, damit man auch sieht, was sich da drinnen verbirgt. Aber das war jetzt zu viel Aufwand, das zurechtzuschneiden und so. Und die hatten das einfach da und es hat jetzt nicht die Welt gekostet. Und dann habe ich das Ding mitgenommen. Ich glaube, 15 Euro für so eine Holzbox ist schon in Ordnung. Ja. Die zweite Sache, die ihr braucht, ist ein Lautsprecher. Der Lautsprecher, der befindet sich hier drinnen. Das ist jetzt ein Autolautsprecher von Sony. Der hat 6 Euro bei eBay gekostet. Also jetzt auch nicht so die Welt. Dann braucht ihr noch zweimal Kabel. Ich habe jetzt hier die XLR-Kabel genommen. Die passen gut zu meinem Mixer. Als viertes braucht ihr einen Gitarrenverstärker. Oder ein Mikrofonverstärker. Den hatte ich jetzt noch rumzuliegen. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Verstärker nehmen. Zum Beispiel gibt es ja Studio-Mixer, wo Gitarrenverstärker drin sind. Die könnt ihr natürlich auch nehmen. So. Dann braucht ihr einen Akkuschrauber oder einen Bohrer, um die ganzen Löcher hier reinzukriegen. Auch hinten, um das Kabel durchzuführen. Die passenden Aufsätze natürlich. Dann braucht ihr einen Lötkolben. Ich mache nochmal auf. Um das Kabel mit der Box zu verbinden. Also, ja. Also kleine Lötarbeit. Und als letztes, nee, das war's schon. Ach nee, als letztes natürlich die Sachen, die ihr hier aufbauen wollt. Ich habe jetzt hier drei unterschiedliche Arten von Rohren genommen. Einmal Alurohr, ist nicht voll. Einmal Stahl, ist voll. Und einmal Messing, ist auch voll. Dann hier eine Feder. Ich weiß nicht, die Teile sind glaube ich von Ikea, von irgendeinem Regal. Dann habe ich hier noch ein paar Schrauben installiert und erstmal ein Kupferblech. Später, hier ist ja noch viel Platz, werden hier noch andere Sachen kommen, aber ich weiß noch nicht, was da kommen wird. Irgendwas. Irgendwas, was Sound macht. Ja, genau, wie habe ich angefangen? Also als erstes habe ich hinten das Kabel durchgeführt, also das Loch gebohrt, Kabel durchgeführt, dann habe ich das Ganze zusammengelötet. Die Box braucht ihr gar nicht festmachen, das funktioniert einwandfrei. Ich habe sie jetzt angeklebt, aber ich denke mal, es geht auch so, wenn man das einfach reinlegt. Und ihr seht schon, es ist nicht ausgepolstert. Habe ich auch überlegt, aber ist nicht nötig.
Ja, dann einfach die Sachen aufgebracht. War jetzt auch nicht so der Hit. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Ja. Und das war's schon. Mehr ist eigentlich nicht dran. Ein bisschen Lötarbeit, ein bisschen bohren, die Sachen zusammenzustecken und fertig ist die Soundbox. Jetzt möchte ich mich bedanken bei allen, die das Video geschaut haben und verweise gleich aufs nächste Video. Da werden wahrscheinlich Klangbeispiele kommen. Und ich habe mir das so überlegt, Klangbeispiele, ich werde einmal mit Effekt und einmal ohne. Also ohne Effekt, mit dem werde ich anfangen. Also wenn ihr wissen wollt, was diese Maschine jetzt schon kann, dann schaut euch einfach das nächste Video an. Wem das Video gefallen hat, den bitte ich doch, einen Daumen nach oben zu geben oder den Kanal zu abonnieren. Das wäre wirklich sehr, sehr nett von euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.